Vor undenklich vielen Jahren lebte einmal auf einer Rodung inmitten eines uralten Buchenwaldes der greise Wieso mit seinen drei Enkelsöhnen. Es hatte sich so gefügt, dass er allein mit ihnen zurückgeblieben von klein auf für sie sorgte und sie erzog. Nun waren die Enkel schon halbwuchsige Burschen geworden, reichten Altvater bis zur Schulter und über die Schulter. Willebold, Habegär und Sinrich nannte man sie. An einem Frühlingsmorgen erhob sich der alte Wieso lange vor Sonnenaufgang, weckte seine drei Enkelsöhne und trug ihnen auf, in den Wald zu gehen, woraus sie das Jahr zuvor Honig geholt hatten, und nachzusehen, wie die Bienenwölke die kalte Zeit überdauert. Und ob nicht schon da und dort ein Bienchen aus seinen Winterschlafe erwacht sei. Es war ein gut Stück Weges bis zu der Stelle, wo die Bienen hausten, doch alle drei Brüder kannten die Waldespfade, darum drangen sie auch sicher und frohen Mut in die Tiefen des Waldes ein. Im Wald aber war es noch düster und dämmerig, denn die Sonne war noch nicht aufgegangen. Auch ließ ringsum kein Tier, kein Vogel sich hören. Und diese Stille halber wurde den Brüdern beklommen zumute. Denn vor Sonnenaufgang streift Bisomar, der finstere Fürst aller Waldkobolde, über des Waldes Bäume von Krone zu Krone. So begannen die Brüder denn einander zu fragen, was es wohl in der Welt alles gäbe. Da jedoch keiner der drei bis nun aus jenem Walde herausgekommen war, wusste keiner dem anderen etwas von der Welt zu erzählen, und das mehrte noch ihre Bedrückheit. Um sich ein wenig aufzumuntern, huben sie an zu singen und riefen den jungen Gott Sunabor an, die Sonne herauszuführen. Indem sie so aus voller Kehle singend den Wald durchschritten, kamen sie zu einer Lichtung, von der aus ein anderer Berg sichtbar wurde. Kaum waren sie dort, so brach über jener Bergshöhe ein Lichtglanz hervor, wie sie solchen noch nie erblickt, der wallte und wellte sich gleich einer goldenen Fahne. Schreck und Staunen ließ die Brüder erstarren, jener Lichtglanz aber glitt von Berge herab, leuchtete näher zu über einen Felsblocke wieder auf, noch näher dann über den Wipfel einer uralten Linde, und endlich erstrahlte er hell wie das läuterste Gold gerade vor ihnen. Und sie wurden eines wunderschönen Jünglings in glänzender Kleidung gewahr. Denn ein goldener Mantel gleich einer goldenen Fahne umwehte. Die Brüder vermochten ihm nicht ins Antlitz zu sehen, sie deckten aus Angst und Ehrfurcht die Hände über die Augen. »Warum ruft ihr mich, wenn ihr mich fürchtet, ihr törichten Burschen?« lachte der leuchtende Jüngling, denn es war Jung Sunabor, der so sprach. »Sunabor ruft ihr, Sunabor fürchtet ihr, nennt mir die lichte Welt.« Kennt ihr die lichte Welt? Wohlan denn, ich will euch die Welt sehen lassen, Erde und Himmel, und will euch sagen, was euch darin vom Schicksal bestimmt ist. Sprach's und schwang seinen weiten hellgoldenen Mantel im Kreise und fasste Willebold, Haberger und Sinrich in diesen hellgoldenen Saum. Zuerst erblickten sie alle Wälder und alle Felder, alle Güter und Reichtümer, die es damals auf Erden gab. Und höher noch schwangen und schwangen sie im Kreise,
Und da tat sich auf einmal über ihnen mit allen Sternen und Sternchen, mit Mond und sieben Gestirn, mit allen Wolken und Winden den Himmel auf. So jetzt, ihr törichten Börschen, habt ihr gesehen, was es auf der Welt gibt. Nun sollt ihr auch hören, was euch bestimmt ist und was ihr zu tun habt, um euer Glück zu finden. Hört also, was ihr zu tun habt. Bleibt auf eure Rodung. Verlasst mir euren Altvater nicht, ehe er euch verlässt. Und geht weder gutem noch bösem Tun nach in der Welt, bevor ihr seine Liebe vergolten habt. Kaum hatte Jung Sunabor diese Worte gesprochen, da schwankte er seinen goldenen Mantel um sich und verschwand, als wäre er nie gewesen. Im Walde, in diesem wurde es heller Tag. All dies hatte Bissommer, der Fürst aller Waldkobolde, gehört und gesehen. Nebelgleich war er, von Krone zu Krone streichend, den Brüdern nachgeschlichen und hatte sich im Gezweig einer alten Buche versteckt. Seit langem schon hasste er den greisen Wieso, hasste ihn, wie ein Ruchloser eben einen Gerechten hasst. Am ärgsten aber hasste er ihn deshalb, weil der Greis in die Rodung das heilige Feuer getragen hatte, das nie verlöschen durfte, und der heilige Rauch reizte Bissommer zu heftigen Husten und Prusten. Bissommer gefiel es also mitnichten, dass die Brüder Jung Sunabor gehorsam seien, bei ihrem Altvater bleiben und diesen dienen sollten. Und so sah er darauf, wie er Wieso schaden und die Enkelsöhne gegen ihn aufbringen könne. Darum, als Willebold habe Ger und Sinrich nach so viel Wundern sich auf sich selbst besahnen und den Heimweg antraten, da fuhr Bissommer so rasch er konnte, wie eine Wolke im Wind auf das Waldtal zu. Dieses Röchricht stark voll von Koboldgezucht. Winzige, ruppige, höckerige, gefleckte, schillügige Kerlchen und derlei Ungestalt mehr treiben sich in jenem Röchlicht herum. Dort pfeifen und fauten, zirpten und zetrierten sie, johlten und tollten, kicherten, kollerten umher und verübten jeder Art Unfug. Lauter Törichte und kopflose kleine Tröpfe, die zu nichts taugen und niemand zu schaden vermögen, ehe ein Mensch sie zu sich nimmt. Gerade das hatte Bissommer sich aber vorgesetzt. Darum wählte er drei aus ihrer Schar und befahl jedem der drei, sich an je einen der Brüder heranzumachen. Dabei müssten sie zusehen, wie sie den alten Wieso durch jene zu schaden. Während Bissommer so seiner Diener auswählte, gingen Willebold, Habegger und Sinrich ihres Weges und waren vor Schreck so betäubt, dass sie weder behielten, was sie im Fluge erschaut, noch was Sunabor zu ihnen gesprochen hatte. Bei ihrer Hütte angelangt, setzten sie sich auf einen Stein und erzählten Altvater Wieso, was sich mit ihnen ereignet hatte. Was also hast du im Fluge erschaut? Und was hat Jung Sunabor zu dir gesprochen? Fragte Altvater Habegger, der ältesten seiner Enkel. Habegger geriet in Verlegenheit, denn er hatte sich nichts gemerkt, konnte sich auch an Sunabors Ausspruch nicht mehr erinnern. Doch unter dem Stein, auf dem sie saßen, schlupfte ein kleiner, klein winziger Kobold hervor, gehörnt und höckerig. Kobold zupfte Habegger von hinten am Hemde und raunte ihm zu. Sag, Reichtümer die schwere Menge hab ich gesehen, Bienenvölker zu Hunderten, eine Hütte aus schön geglättetem Holz und einem Haufen der kostbarsten Felle.
Und ich werde der Reichste unter uns Brüder sein, hat Jung Sunabor zu mir gesagt. Habegger dachte gar nicht darüber nach, ob das, was der Kobold sprach, auch die Wahrheit sei, sondern freute sich dessen und wiederholte Altvater, was jener ihm zuflüsterte. Wieso fragte nun Willebold seinen zweiten Enkel, was dieser im Fluge erschaut und was Jung Sunabor zu ihm gesprochen habe? Auch Willebold hatte nichts gesehen und nichts behalten, doch unter dem Steine schlüpfte der zweite Kobold hervor, hässlich und höckerig, kleinwinzig gehörnt, dabei braun wie ein Wieselchen. Der Kobold zupfte Willebold hinten am Hemde und raunte ihm zu. Sag, viele Bewaffnete, viele Bogen und Pfeile habe ich gesehen und viele Sklaven in Ketten. Und ich werde der mächtigste unter uns Brüdern sein, hat Jung Sunabor zu mir gesagt. Gleich Habegger dachte auch Willebold über nichts nach, sondern war sehr erfreut und log Altvater vor, was ihm zugeraunt wurde. Der Kobold aber sprang ihm sofort an den Hals, schlupfte ihm unter das Hemd, verbarg sich an seiner Brust und blieb daselbst. Wieso fragte nun Sinrich den jüngsten Enkel, doch auch der hatte sich nichts gemerkt. Da kroch unterm Steine der dritte Kobold hervor, der jüngste, hässlichste, vielzackig gehörn, der schwarz wie ein Maulwurf war. Der Kobold zupfte Sinrich am Hemde und raunte ihm zu. Sag, den ganzen Himmel und alle Sterne und alle Wolken habe ich gesehen, und ich werde der Größte unter den Weisen sein und die Sprache der Winde und der Gestirne verstehen, hat Jung Sunabor zu mir gesagt. Aber Sinrich liebte die Wahrheit sehr. Deshalb wollte er weder dem Kobold gehorchen noch seinen Altvater belügen. Er schüttelte also den Kobold von seinem Fuße und sagte: Altvater, ich weiß weder, was ich erschaut, noch was ich vernommen habe. Da quiekte der Kobold, biss Sinrich in den Fuß und schlüpfte wie eine Eidechse unter dem Stein. Sinrich aber suchte gleich nach dem bittersten Kräutlein und verband seinen Fuß, damit er so rasch als nur möglich heile. Als Sinrich den Kobold abgeschüttelt hatte, war dieser zuerst unter dem Stein geschlüpft, dann aber schließt er sich ins Gras, entsprang von da in den Wald und aus dem Walde ins Röhricht. So kam der Kobold vor bis Sommer und klapperte vor Angst mit dem Zähnchen. Bis Sommer, böser Zar, ich habe den Burschen, den du mich bestimmt hast, nicht zu überlisten vermocht. Da geriet bis Sommer in entsetzliche Wut. Denn er kannte jene drei Brüder und hatte sich gerade Sinrich wegen gefürchtet, dass dieser sich auf die Wahrheit besinnen könnte. Geschah dies aber, dann würde Bissemer weder den alten Wiesel noch der heilige Feuer los. Bissemer packte also in seinem Zorn den kleinen Kobold bei dessen Gehirn, hob ihn in die Luft und bearbeitete ihn weidlich mit einer Birkenrute. »Zurück!« schrie er dann. Zurück zu jenem Burschen und wehe dir, wenn er sich auf die Wahrheit besinnt. Hierauf ließ Bissemer den Kobold fahren. Während er so im Röhricht hockte und bockte, waren die beiden anderen Kobolde, der eine in Habeggers Schultersack, der andere unter Willebolds Brustlatz, schon an der Arbeit. Habegger und Willebold begannen seit jenem Tage in Berg und Tal umherzustreifen und kam nur selten zur Nacht in ihre Hütte zurück. So viel hatten die Kobolde schon bewirkt. Willebold und Habegger gehörten ihre Kobolden
und schweiften bald aus, bald ein. Immer das Ziel im Auge, das die Kobolde ihnen gewiesen hatten. Senrich indies blieb an jenem Tag und noch drei weitere Tage bei Altvater Wieso, sann und sann aber immer zu. Was hat Jungs Unabomi gesagt? Denn Senrich wollte Altvater die Wahrheit sagen, doch konnte er sich auf die Wahrheit durchaus nicht besinnen. So ging ein Tag, ging zwei, gingen drei dahin. Am dritten aber sagte Senrich zu Altvater Wieso: Behüt dich Gott, Altvater, ich ziehe ins Waldgebirg und kehre nicht aber zurück, bis ich mich auf die Wahrheit besonnen habe, und sollten 10 Jahre darüber vergehen. Wieso war ein alter Mann, dem in der Welt am nichts mehr lag als an seinen Enkel Senrich. Diesen liebte und hegte er wie ein verwelktes Blatt, ein Tröpflein Tau. Söhnchen, was soll mir die Wahrheit? Da ich alter Graukopf wohl dreimal sterben kann, bis du dich ihrer entsinnst. Er war aber noch betrübter in seinem Herzen, als er verraten wollte bei dem Gedanken. Kann es sein, dass dieses Kind mich verlässt? Aber Senrich sagte: Ich gehe, Altvater, denn ich habe mir ausgedacht, dass es so recht ist. Senrich jedoch fühlte arges Herzweh Altvaters wegen, und es fehlte nur ganz, ganz wenig, so hätte er sich an der Schwelle noch anders bedacht und wäre bei ihm geblieben. Doch er riss sich gewaltsam los und begab sich ins Waldgebirge, wie er sich vorgesetzt hatte. Um die Zeit, als Senrich sich vor Altvater Wieso trennte, hatte auch jener Kobold im Röhricht beschlossen, sich an seine mühsame Arbeit heranzumachen, und näherte sich der Rodung, um Senrich irgendwie zu überlisten. Senrich wanderte unterdessen gesenkten Hauptes gegen das Waldgebirge, doch schon bei dem ersten Felsblock an seinem Wege sprang vor ihm der Kobold auf. »Ach, den kenne ich«, dachte Senrich, winzig, höckerig, schwarz wie ein Maulwurf und mit viel gezacktem Gehirn. Der Kobold stellte sich Senrich in den Weg und ließ ihn nicht vorüber. Senrich ärgerte sich über das kleine Scheusel, nahm einen Stein, schleuderte ihn auf den Kobold und traf ihn gerade zwischen die Hörner. »Den habe ich umgebracht«, dachte Senrich. Als er aber hinsah, war der Kobold heil und ganz. Und dort, wo der Stein ihn getroffen hatte, wuchsen ihm noch 2 Hörnchen hervor. »Den vertreibt man mit Steinen nicht«, sagte Senrich zu sich, umging den Kobold und setzte seinen Weg fort. Doch wieder sprang vor ihm der Kobold auf, hüpfte und hoppelte kreuz und quer, bald rechts, bald links, wie ein Hase vor Senrich her. So kamen sie an einem Hörnrain, der mit Steinen übersät war und zwischen Felswänden lag. An einem Ende desselben befand sich ein Brunnen. »Hier will ich bleiben«, sagte Senrich, und alsogleich breitete er seinen Schafpelz unter einem Holzapfelbaum und setzte sich, um nachzudenken und sich in dieser Stille auf das zu besinnen, was Sunabor ihm gesagt hatte. Als dies der Kobold sah, setzte sich gerade vor Senrich unter einem Busch und begann ihn zu behelligen und Posen zu treiben. Er ließ Eidechsen vor seinen Füßen aus, hetzte Heufärtchen an, ihm in die Ärmel zu springen, warf ihm Kletten aufs Hemd. »So geht's quer«, dachte Senrich, als dies eine Zeit gewährt hatte. »Da habe ich den weisen Altvater verlassen, die eigenen Brüder, das eigene Heim, um schön in aller Ruhe der Wahrheit nachzusinnen
und jetzt verliere ich meine Zeit mit diesem vielhörnigen Taugenix da. Da er aber ehrlicher Arbeit wegen gekommen war, hielt er es für das Richtigste, doch hier zu bleiben. So lebten denn Sinnrich und der Kobold zusammen auf dem steinigen Höhenraine dahin. Und wie am ersten Tage, so alle Tage. Der Kobold verdarb und verhinderte Sinnrichs Arbeit. Kaum brach ein schöner Morgen an, und Sinnrich erhob sich von Schlafe und freute sich. Ein stiller Tag, oh Freude! Heute wird mir die Wahrheit einfallen. Da prasselt schon eine Handvoll wilder Äpfel auf Sinnrich herab, dass ihm der Kopf nur so brummt und sich seine Gedanken verwirren. Das kleine Scheusel auf dem Baum aber kichert, schüttelt und krümmelt sich vor Lachen. Oder Sinnrich sitzt irgendwo im Schatten, so recht tief in seine Gedanken versunken. Jetzt und jetzt, dünkt es ihn, muss mir die Wahrheit einfallen. Da hat ihn eben den Augenblick der Kobold von Weitem mit einer Holunderröhre auf ihm gezielt und ihm mit einem Schwall jenes kalten Wässerchen übergossen, so daß er gleich alles, woran er sich eben erinnert hat, aus dem Kopfe verliert. Und was es nur immer an Posen und törichtem Zeitvertrieb gibt, bringt der Kobold auf jenem Höhenraine zu Wege. Doch diese ging noch an, hätte nur Sinnrich nicht nah und nah Gefallen daran gefunden. So eifrig er seiner Aufgabe oblag, so häufig wendete sich seine Augen dem Getriebe des tollen Geschöpfchen zu. Das ward Sinnrich mit der Zeit doch zu arg, denn mehr und mehr quälte ihn schon der Wunsch, zum greisen Altvater zurückzukehren, und das sah er ein. Solange der Kobold in seiner Nähe blieb, würde er sich nie auf die Wahrheit besinnen. Eines Morgens hatte der Kobold sich einen neuen Zeitvertrieb ausgedacht. Er war auf die Spitze einer Felswand geklettert, an deren Gestein eine leere Wasserrille steil niederging, setzte sich rittlings auf ein glattes Klötzchen und fuhr wie der Blitz durch die Rille herab. Dieses Spiel behagte dem Kobold ungleich besser als alle anderen, und er wünschte sich Gesellschaft dazu, nahm also einen Krachshalm und blies hinein, dass der Pfiff über Wände und Wälder flog, und sieh, aus Gebüsch und Gestein, aus Roh und Schliff husten und hüpften kleine Kobolde herbei, die dem ersten glichen. Dieser erteilte ihnen Befehle. Flugs raffte jeder dem Kleinen ein Klötzchen auf und im Hui ging damit auf die Wand. So ritten und glitten sie auf ihren Klötzchen die Rille herab, wie ein tolles Heer auf toll gewordenen Pferdchen, fuhren und flogen über die Wand hernieder, immer einer dem anderen auf den Fersen und im Genick, und hielten erst in die Mitte des steinigen Raines, wo ein großer, von Moos überwässernder Felsblock lag. Hey, zu sehen, wie sie sich auf die Klötzchen setzten, die Rille herunterflogen und vor jeder Art und jedem Stamm dieses Wallgezüchtes waren welche dabei. Da gab es Rotkehlchenrote, Eidechsengrüne, solche, die folig wie Lämmer, oben nackt wie die Frosche waren, Gehörnte, die Schnecken, Ungehörnte, die Mäusen liegen. So lässt sich die närrische Sippschaft unter Hicho und Huchu zwei-, dreimal durch die Rille herunter, und in Sinnrichs Kopf jagt ein Gedanke den anderen. Zuschauen möchte er ihnen,
und über sie lachen. Dann wieder ärgert er sich über den Heidenlärm. Wer könnte sich wohl dabei auf die Wahrheit besinnen? So schwankt Sinnrich denn hin und her, hin und her. Endlich kommt er zu einem Entschluss. Ey, jetzt hat das Lachen und Gaukeln ein Ende. Von diesen Taugenichtsen muss ich mich befreien, denn neben ihnen ist mein Aufenthalt hier umsonst. Sinnrich trat also zu jenem Felsblock, und als sich die Kobolde eben wieder auf ihren Klötzchen mit Hicho und Haha die Wand herabsauen, da wälzt euch mein Sinnrich in nur jenen Felsblock hinweg, und das wilde Heer fährt geradewegs gegen den Brunnen, gegen den Brunnen und in den Brunnen. Hals über Kopf, nacheinander und übereinander, die Rotkehlchen roten, die Eidechsen grünen, die vollig wie Lämmer, die nackt wie die Frosche waren, Gehörnte und Ungehörnte gleich Schnecke und Maus, allen worab aber jenes Kerlchen, das sich an Sinnrichs Fersen geheftet hatte. Rasch wälzte Sinnrich den Felsblock über den Brunnen, und damit waren sie samt und sonders gefangen, wie Fliegen in einem Topf. Froh war da Sinnrich, der Kobolde los zu sein, und setzte er sich zurecht, um in aller Ruhe den Augenblick abzuwarten, wo ihm die Wahrheit einfallen würde. Doch, ach und weh, im Brunnen begann es zu brodeln. Die Kobolde tobten und wüteten wie nie zuvor. Aus allen Ritzen des Brunnens sprangen kleine Flämmchen, die jene in ihre Pein auswerfen. Züngelnd und zuckend umtanzen die Feuchen jetzt den Brunnen, und Sinnrich wurde es plötzlich ganz wirr im Kopf. Er schloss also die Augen, um jene Feuchen nicht zu sehen. Da erhob sich aber im Brunnen solch ein Gekreisch und Geschrei, solch ein Piepsen und Pochen, gequiekt und gezwilch, solch ein Hämmern und Hilferufen, dass Sinnrich Ohren schier zu zerspringen drohten. Wie hätte er da über etwas nachdenken können? Er verstopfte sich also die Ohren, um nichts zu hören. Jetzt aber begann aus dem Brunnenritzen ein Dampf von Ruß und Schwefel herauszuschwitzen, den die Kobolde in ihrer Todesangst von sich gaben. Ruß und Schwefelschwaden wanden sich um Sinnrich herum und fingen an ihn zu drücken und schier zu ersticken. Da sah Sinnrich ein, dass alles vergeblich war. Ach, jetzt erkenne ich, eingesperrte Kobolde sind 100-mal ärger als freie, sagte Sinnrich. Lassen wir sie also wieder aus, wenn wir sie nicht loswerden können. Ihre Posen ertrage ich doch noch leichter als ihr Hilfsgeschrei. Damit ging er hin und hob den Stein ab. Die entsetzten Kobolde entsprangen hierhin und dorthin wie wilde Katzen und flüchteten, der in die Wälder, der ins Gebirg, und keiner ließ sich hier wieder auf dem steinigen Höhenrhein blicken. Nur einer bleibt zurück, der mit dem vielgezackten Gehirn, der schwarz wie ein Maulwurf war, den aus Angst vor Bissommer durfte er durchaus nicht von Sinnrich weichen. Aber er auch betrug sich seit jenem Tag etwas gesetzter und achtete Sinnrich ein wenig mehr als bisher. Und so glichen die beiden sich leidlich aus, gewöhnten sich aneinander, lebten nebeneinander. Es war nun fast ein Jahr vorübergegangen, und noch immer hatte Sinnrich sich nicht auf die Wahrheit besonnen. Was hatte doch Jung Sunnabord damals zu ihm gesagt? Als das Jahr beinahe um war, fing der Kobold an, die Geduld zu verlieren. Wie lange werde ich hier so verweilen, dachte er. Darum begab er sich eines Abends, als Sinnrich gerade einschlafen wollte, zu diesem und sagte: Hey, Döbchen, hey,
was sitzest du schon fast ein Jahr über hier? Was soll dir das? Altvater daheim ist inzwischen vielleicht schon gestorben. Da zog Sinrichs Herz wie von einer Nadel gestochen, doch Sinrich sagt, so habe ich es einmal beschlossen. Ich wehe nicht eher von hier, bis mir die Wahrheit einfällt, denn Wahrheit ist das Dringendste, sie geht über alles. Sinrich redete so, denn er war ein Begnadeter und ein Gerechter. Doch was Kobold vom Altvater Wieso gesagt, hatte Sinrich so tief getroffen, dass er die ganze Nacht nicht einschlafen konnte. Er hang mit sich und bangte und dachte immer daran, wie es seinem lieben Altvater ergehen möchte.